Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 13. So, wir waren ja hier draußen noch mal kurz gewesen, um zu speichern, weil wir es dann erst im Nachhinein erfahren haben. Und jetzt rennen wir wieder rein in den Leuten hier vorbei, denn wir wollen ja noch ein wenig weiterkommen. Dass man dem hier irgendwie wieder vorbeikommen. Das ist sich nicht so leicht bekannt. Und tschüss. So. Ach, das haben wir ja schon mal geholt, stimmt. Nicht so schnell. Also ich glaube, wir sind bis hierher gekommen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Wow, das ist ein ganz schön dicker Freund. Junge, Junge. Ich bin aber hier ganz schön hier Schlange. Hm. Die muss ich bekämpfen. Da kommen wir nicht mal dran vorbei. Als erstes platt machen, denn die scheinen mehr zu nerven. Wow. Fangt gleich an mit dicker Angriffe von denen. Die negative Effekte von unseren Leuten weg. So, jetzt ist es wieder einfacher. Diese Psycho-Ordner sind ganz schön heftig. Noch ein paar mehr davon könnten echt Probleme machen. So, weiter geht's. Oh, ein Event da hinten. Mal gucken, was jetzt passiert. Noch nicht? Noch nicht wirklich Schluss gegen euch. Vielleicht kriege ich sie in einen Hinterhalt rein. Wenn wir wieder zurücklaufen. Nee, die drehen sich zu mir.
Nee, der dreht sich wieder. Nee. Hätte er klappen können. Wir speichern hier einmal. Junge, Junge. Holla die Waldfee. Also wir könnten uns jetzt auch durchsprügeln oder wir schleichen uns da durch. Einfach nur. Na gut, wenn wir die alle platt machen, kriegen wir auch Erfahrung. So ist es jetzt nicht. Gekriegt. Nur halt die extra Toren. Die auch erledigt. Ja, den kann schon anscheinend vorbei. Und den allen auch. Hinten ist gut. Das könnte eng werden. Ja. Wunderbar. Pandora Speer. Gucken wir doch gleich mal. Quark. So, ich glaube, die hat da auch noch was gehabt. Lebensretter. Nee, nicht wenn die so viel dafür. Nee. Nee. Und das war hier die Pandora. Da wird aber auf einiges, wo es geht. Er verliert sehr viel Angriffskraft. Was ist mit Manipulation? Wirklich. Es ist ja überraschend, dass sie so offensiv geht. びっくりで死ぬに死ねねえ臆病もんだ。なら居直ってとことん生きてやる。父ちゃんみっともねえぞってドッジに笑われちまいそうだが、俺は
何よりあいつの笑顔が好きでな。笑っていこうぜ。な。Oh Gott. Ich sehe schon die Schleimmonster. So, jetzt sind wir also mit Vanille und Zest jetzt entkommen. Wir müssen jetzt hier einschalten, um rauszukommen. Oder den anderen entgegenzukommen. Da war so. Ah, da drücke ich die Karte. So, die Geschichte. Kapitel 9. Flucht nach vorn. Als sein Sohn Daishi zu Kristall erstarrte, verlor Stacy jeglichen Lebenswillen. Er sinnte den Tod herbei, doch er lebte. Na. Er wurde zusammen mit Vanille von Oberstleutnant Nabat gefangen genommen. Die beiden sollen nach Eden gebracht und dort öffentlich hingerichtet werden. Sie leben, um getötet zu werden. Stacy Zorn auf Vanille über ihre Schuld am Schicksal seines Sohnes ist verflogen. Ruhig hört er sich ihre Geschichte an. Vanille erzählt, dass sie einst als Elshi gegen Kokon kämpfte und daraufhin in einen Kristallschlaf verfiel. Als sie Jahrhunderte später in Kokon erwachte, befürchtete sie, wieder gegen Kokon kämpfen zu müssen. Vanille verbarg die Wahrheit vor Fang, die ihr Gedächtnis verloren hatte, und floh vor der Wirklichkeit. Ihre Erzählung macht Seth Hoffnung, vielleicht wird Daishi ebenfalls irgendwann wieder erwachen. Als Soldaten ihre Zellen betreten, nutzte Seth und Vanille die Gelegenheit zur Flucht. Diesmal fliehen sie nicht vor der Wirklichkeit, sondern sie treten ihre Flucht nach vorne an, um zu beleben. Persönlichkeit. Als er erfährt, dass Vanille für das Schicksal seines Sohnes mit 22 ist, richtet er seine Pistole auf sie, doch er ist zu gut, um abzudrücken. Seine einzige Hoffnung ist, dass sie eines Tages aus der Polizeistaffel erwacht. So, oh, ja, ich habe eine Menge Punkte. Ich gebe doch gleich mal. Und dann. Wir machen jetzt mal sie mit den Heilerfähigkeiten. Genau, jetzt hat sie Engel, das ist wunderbar. Würde also erstmal nicht reichen. Lohnt sich wohl eher noch in andere Stufen. Weil, was bringt denn das? Eine Rollenstufe steigt einfach nur mehr nicht. Und dann machen wir wieder ein bisschen Manipulator noch weiter. Habe ich nicht geachtet. So, hier machen wir ja. Eigentlich bräuchten wir bei ihm ein bisschen Brecher. Wir machen ja einfach Augmentor. So, ein bisschen Verheerer. Ach, wieder auf dem halben Weg. So, aber das sind jetzt alle Punkte wieder verteilt. Da ist nix. Nicht mit mir. Okay, ich muss sie besiegen. Da muss das erste hier den komischen Pudding da mit den komischen Blinkling. Den Sandy-Pudding, weiß er ja. Ich hab gleich erstmal das hier gucken, aber es scheint nicht alle Kombinationen mit drin sind, damit wir wieder neue machen. Gleich.
Wow. Das ist jetzt ein bisschen Aua. Perfekt. So, wir gehen erstmal. Wo ist es? Nee, nicht Fertigkeit. Doch. Nee. Quark da oben. So, Brecher, Verheerer. Brecher, Heiler. Genau. Verheerer, Verheerer. Augmento und Manipulator zeitgleich. Was für eine Kombination gibt es noch? Könnte noch Augmentor Heiler machen. Und eventuell Brecher und Manipulator, dann hätten wir da auch nochmal. Irgendwann, das wird schon so im Groben richtig sein. Wie es aber in der nächsten Folge weitergeht, werdet ihr sehen. Und mit dem Frechen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.